Wir sind in Köln im Belgischen Haus, der einzigen Kulturvertretung Belgiens hier in Köln, und sehen hier eine Ausstellung, in der die Highlights der römischen Kultur, der römischen Geschichte in Köln gezeigt werden. Es ist für eine Zeit lang hier ausgelagert, denn das römisch-germanische Museum am Dom wird zurzeit restauriert. Wir konzentrieren uns aber auf die römischen Porträts, die hier entlang der Wand stehen, und nehmen hier einige Porträts besonders in den Fokus. Die Porträtkunst in der Antike muss man sich wie folgt vorstellen. Schon in der Frühzeit haben natürlich Pharaonen oder auch die altorientalischen Herrscher von sich Porträts anfertigen lassen. Die waren aber durchweg idealisiert, bis auf eine kleine Ausnahme unter Amenophis IV., also Echnaton. Da kommen gewisse individuelle Züge hinein, wobei die noch zu interpretieren sind. Bei den alten Griechen tauchen dann auch etwas individualisierte Porträts auf, zum Beispiel bei Themistokles. Aber die individuelle oder sagen wir mal semi-individuelle Porträtkunst, die taucht in der Römischen Republik auf und besonders in der römischen Kaiserzeit. Man muss sich aber vorstellen, dass die römischen Porträts die Kaiser in dem Fall jetzt nie so dargestellt haben, wie sie real ausgesehen haben, sondern es ist immer ein Stück weit idealisiert oder man spricht, es sind veristische Porträts. Wir haben jetzt hier das Beispiel eines Kopfes des Kaisers Augustus. Da lässt es einiges dazu sagen. Und zwar zum einen muss man sich vorstellen, dass ja diese Augustusbildnisse im gesamten Imperium Romanum verteilt wurden. Also man kann sich vorstellen, auf jedem Marktplatz, also auf jedem Forum, Tempel oder auch Straßenbild gab es solche Augustusporträts. Augustus hat von sich aus mit seinem Team, Beraterstab, hat er ein Bildnis schaffen lassen von einem Bildhauer, vermutlich in Gips. Es wurde diskutiert, es wurde darüber nachgedacht, wie Augustus am besten darzustellen ist. Das kann man auch daran erkennen, da es keine Altersbildnisse gibt. Also Augustus ist immer mehr oder weniger jugendlich, also alterslos eigentlich. Nun haben wir hier einen Augustus im sogenannten Haupttypus. Das besagt, es gibt mehrere Typen. Also im Laufe der Regierungszeit des Augustus gab es immer neue Fassungen, die sich ein bisschen unterscheiden. In diesem Fall haben wir jetzt den wichtigsten Typus, der etwa einzuschätzen ist zwischen 27 vor Christus und 14 nach Christus, also praktisch in der Regierungszeit. Und man kann bei den römischen Porträts über eine Lockensprache sprechen. Also man muss sich vorstellen, auf den Sockeln gab es dann diese Porträts als Büste oder auch als Standbild, Reiterstandbild. Es gab dann eine Inschrift, aber die konnte nicht jeder lesen. Wie identifiziert man also die Porträts? Sicherlich über das Gesicht, aber die waren je nach Qualität der Bildhauerschule ja auch unterschiedlich gut. Aber das, was immer gleich war, das waren die Locken. Die wurden praktisch immer, obwohl in Spanien oder Italien oder in Griechenland, immer gleich gefasst. So haben wir jetzt hier so eine ganz typische Zange, also zwei Locken, die so zangenförmig zusammengehen und hier quasi eine Gabel bilden. Und alle Augustus-Porträts im Haupttypus haben genau diese Art der Lockenbildung. Egal wie das Gesicht ausgearbeitet ist, ob gut, nicht so gut, aber die Locken waren immer gleich, sodass man Augustus immer wiedererkennen konnte anhand der Locken. Diese Art von Lockensprache zieht sich durch bis in die Spätantike. Jeder Kaiser hatte seine eigene Lockensprache. Was haben wir hier noch? Also der Kopf ist leicht gedreht, also Dynamik wird angezeigt. Wir haben hier Halswendemuskeln, die etwas deutlicher hervortreten, also der Kopf ist leicht nach Seite, zur Seite gedreht. Dann haben wir hier aufgrund des Alters des Kopfes eine Patina, also einen leichten Überzug aus Kalk. Vermutlich hat er im Wasser gelegen. Die Nase ist nicht mehr vorhanden. Das hängt damit zusammen, dass in der Spätantike, als die römischen Kaiser nicht mehr existierten, oftmals die Köpfe einfach oder die ganzen Porträts, die ganzen Statuen nach vorne gekippt wurden und fielen auf die Nase und die Nasen waren dann weg. Da haben wir noch etwas anderes, was zeigt, dass diese Augustus-Porträts in der Spätantike wiederverwendet wurden. Und zwar haben wir hier an den Seiten einen gepickten Bart.
Das war eigentlich zur Zeit des Augustus nicht üblich. Er trug keinen Bart. Aber in der Zeit der Spätantike, also wir sprechen etwa so in der Zeit von 250 nach Christus, ein bisschen vorher, ein bisschen später, hatten die römischen Kaiser einen Bart. Und es war durchaus üblich, dass man dann die Augustusporträts, und er war ja praktisch der Paradekaiser, der erste Kaiser, dass man ihnen angeglichen hat an den Porträts eben der damals regierenden Kaiser. Also damit haben wir ein Augustusporträt, eben um die Zeitenwende entstanden. Das muss lange Zeit gestanden haben in einer Stadt, wir wissen nicht wo, und dann später nochmal angeglichen worden sein.